So, und damit sind wir schon wieder bei der nächsten Folge Fallout 4. Hab nochmal ein paar kleine Anpassungen im Sound gemacht. Das Kratzen sollte jetzt weniger auftauchen. Und hab die Musik auch mal ein bisschen leiser gedreht. Weil die ja scheinbar alles übertönt einfach. Machen wir mal weiter. Diesmal sind die Raider dran. Oder ich vielleicht. Die mich fertig machen. Kann ja auch passieren. Die fighten wahrscheinlich gegen Ghule, ja. Ja, in so einem Tümpel würde ich bestimmt auch irgendwelche Bären sammeln. Okay, das Zeigefehlergrad. Ich hatte die Waffe in der Hand, obwohl ich sie nicht in der Hand hatte. Zaubermull, schon wieder am Start. Ich könnte schwören, hier an der Stelle war noch. Scheinbar doch nicht. Okay. Was, haben die sich ja gegenseitig gekillt oder was? Raxo, richtig sauber. Oder Umgangssprache ist auch Seitenbacher, Bergsteigermüsli. Bergsteigermüsli von Seitenbacher. Pulaski, Atombunker für kleine Gäste. Liegt da erstmal drinnen mit einer Mini-Atombombe, passt doch. Blefski! Weg. Verdammt, ich wusste doch, dass da irgendwas war. Ach schön. Weißt du was? Hätte ich das Ding aber jetzt doch mal gebrauchen können. Tja. Ich glaube, ohne Scharfschützengewehr kann ich das gegen den Typen da oben vergessen. Okay. Nein, sein Arm ist gebrochen. Jetzt kann ich den wenigstens bluten.
die haben sich scheinbar doch nicht gegen Edge gekillt, die sind einfach schon da. Wo bist du? Meine Hilfe! So viel dazu! Hey, wer ist da? Der hat das gehört. Das ist der Typ 100 Pro. Da ist nichts mehr. Macht Schluss, Jungs. Da ist nichts. Stelle hier. Wer? Oh, da ist er! Oh, hab ich Schwein gehabt. Okay. Ich hoffe, der hat nicht noch inne. Ich glaube, der hat noch einer. Steht er. Boah, Kacke, ey. Ein Treffer und ich bin weg von dem. Und schon müde. Ja, etwas. Wegen dich ja. Der hat das Ding immer noch in der Hand. Ich weiß aber nicht, ob er eine Rakete noch drin hat. 12 Kilometer. Kurzwurf nicht interagieren, hä? Irgendwie ist das gerade alles ein bisschen buggy. Der hat noch eine drin. Dein Zeug ist den ganzen Aufwand hoffentlich wert! Ich nicht höre schon was vielleicht noch. Das war's, ich probier's eben mal. So geht's natürlich auch. Ja, das braucht ihr bestimmt nicht. Oh. Alter. Oh, der hatte tatsächlich noch eine. Da war sogar noch eine drinne. Oh, der hatte noch zwei. Geil. Geil. Okay. Zumindest das Raider-Zeug. Aber jetzt kann ich schon noch ja, Sir? Hier, mein Haar und Gut. Hast du aber viel. So, jetzt würde ich auch mal schon was essen.
Scanner. Das Scharfschützen würde ich auch gerne jetzt mal verwenden. Gegen den Schlagstock. Ich liebe einfach Scharfschützengewehre in Spielen. Jetzt was gleich nochmal speichern. Jetzt doch noch irgendwo verreckert. Okay, das ist mit so einer Waffe dann doch vielleicht besser. Ballert zwar ein bisschen mehr Muni, aber das ist, glaube ich, viel angenehmer so. Bei meinem alten Speicher hatte ich aber auch eine übertriebene Waffe gefunden, ey. Aber bis ich den Typen gekillt hatte, hat irgendwie 4 Anläufe gebraucht, weil der mich jedes Mal mit ihm mitgekillt hat. Hatte irgend so eine, ich weiß es gar nicht mal, wie die hießen, die benutzen als Munition so 2mm Kartuschen. Und das Ding hatte immer erhöhte Chance auf kritische Treffer und zusätzlich noch ein zusätzliches Geschoss abgeschossen. Der hat mich jedes Mal weggeballert, ey. Alter, eine Menge Kugel hier in der Stadt. Spitz. Das war Spitz. Ja, warte mal, ich wollte dem etwas. Hey! Ich höre auf. Sehr nett von dir. Der verzieht sich gleich. Jawoll. Da muss ich scheinbar rein. Boah, das Riesending. Wenn ich dich erwische, bist du tot. Was schießt denn hier? Da oben. Alter, wie viel Schaden macht das Ding? Holy shit. Schieß nicht schon. Raus und dachtest, du könntest dich von mir verstecken. Echt gehabt. Oh nein, oh. Echt jetzt. Oh, der Level-Up kam sehr gelegen. Da oben.
mal. Der hat ja gerade noch das Auto zum Explodieren gebracht. Nein! Der Anfang lief so gut. Ach ja. Die aber auch andere Sachen einstecken. Schau mal, was ich kaputt mache. Ja, deswegen bin ich gestorben, damit ich das ganze Zeug hier noch einsammeln kann. Das war sozusagen der Hintergedanke davon. Sir, wir sollten uns nach nützlichem Krimskrams umsehen. Hey. Ja, Sir? Gewicht 0? Seit wann bieten das Zeug nix? Ach, weil es keine Gesundheit mehr hat. Okay, also, dafür kennen wir ja schon. Ersten Sniper mal gleich mal wieder weg. Diesmal den dort. Willst du mich verarschen, Kotzwurf? Den hätte ich so gut jetzt noch weggesnipert. Rennt er mir einfach vor der Flinte, ey. Mann. Da wurde einer abgeknallt. Macht Schluss, Jungs, da ist nichts. Thank you.
War schön, dass er erstmal voll in die Schrotflinte rennt, springt, ey. Den treffe ich nicht. Alter. Klar, die schießen mit ihrer Pistole oder was das ist. Sonst wie weit? Ich treffe die mit dem Scharfschützengewehr nicht. Anlage. Corvid Fertigungsanlage. Ha. Gebrochen. Autsch. Schon mal wieder nicht aufgepasst. Okay. Wer ist da? Ich. Im Hinterhalt aus. Oh, je, je. Ich werd verrückt. Oh, je, was ist denn nun los? Auch erstmal richtig schön kacken. Gerade ihn gesehen. Drinne. Eis. Haben sie verloren. Was? Ja, ist es. Aber dafür musst du mich erstmal töten, ohne Mini-Atombombe oder explodierendes Auto. Ja, ich hab Angst. Wie ihr Raider immer so stark seid. Retten für ein Mario. Es wird schlimmer. Jack würde ich nervös machen. Ich schätze, sie hatte recht. Nichts mehr zu sehen von ihm. Er geht nicht. Sie machen es schnell.
Jack, ich hatte gerade voll den Spaß. Ich will weglaufen. Das Auge ausgeschossen, wie es aussieht. Gartenkiste. Da kommt man sich schlecht. Dachtest du, könntest dich von mir verstecken? Pech gehabt. Kurz auf. So macht man das. Stimmt's, so? Tragen kann. So sieht, kann man hier drin richtig viel looten. Ich will alles mitnehmen. Ich will alles haben. Nein, verdammt. Ich werde verrückt, ich schwör's. Ja, man hört hier einfach mal so 50 Leute sterben. Ach, ich werde verrückt. Das habe ich mir nur eingebildet. Das ist völlig normal. Wenn hier erstmal eine übelste Ballerei ist. Ach. Oblivion, Skyrim, Fallout in a nutshell. Ich habe einen Kopfschuss abgekriegt. Bin aber noch nicht tot. Muss der Wind gewesen sein. Beste. So kann ich die Töpfe nicht mitnehmen. Die drei. 308er Patronen, geil. Ein Scharfschützen. So, Level up stimmt. Okay, wir suchen uns das mal. Geschrissene Schlösser knacken, Dschungels. Das ist einfach, ja. Das ist eigentlich schon geil. Das wird die. Na komm. Dass ich schwimmen muss. Ich glaube hier.
Ach, warte, ich bin uns schon. Komm, ich mach jetzt das erstmal. Kann ich jetzt zumindest immer ins Wasser. Direkt immer gleich Strahlungsschaden zu. Das wär's. Alles abgeschlossen hier. Mach den weg. Ja. Zweimal Psycho, Alter. Schon betroffen. Pure Revolver, glaube ich. Wie war das? Okay. Ich komme gerade erst ins Ort. Ja, kurz los. Wo kam die gerade her? Ach, hier unten. Cool. Okay. Alles mitnehmen. Wenn ich was in Games gelernt habe, dann auch immer überall in die Ecken zu schauen. Da kann man schon mal wirklich der richtig geile Shit sein. Gerade in Long Dark. Ich hab da mal das Zeug richtig gut versteckt.
erwische, bist du tot. Muss der Wind gewesen sein. Willst du mich rollen? Für mich wie eine entfernte Verwandte. Ganze Aufregung, was zum Teufel war das? Nervös machen. Ja, ja, der hat schon zweimal versucht, ihn abzuknallen. Das daran liegt, das ist nur die Schuld vom Chat. Also, klein noch. Jawoll. Kommst du nicht an mich ran? Kommst du nicht an mich ran? Nice. Safe-Schlüssel. Oh, und jetzt heißt es gleich wieder. Krocknackter Baba. Verdammt nochmal, ja. Treffer bei waffenlosen Nahkampfangriffen oder dauerhaft 5% mehr Schaden. Ja, ich werde so viel mit meinen Fäusten hier rumlaufen, das glaubst du gar nicht. So, hier haben wir doch wieder was zum Lesen. Ah, Turm- und Scheinwerfersteuerung könnte ich hier wegmachen. Na gut, hab ich jetzt eh platt gemacht. Dich niederlassen. Die Schüsse haben endlich aufgehört. Das kann nur bedeuten, dass Lonnie und Crystal
entweder die letzten Ghoul erledigt haben oder gerade jemand als Mahlzeit oder jemanden als Mahlzeit dienen. Aber Lexington ist gesichert und ich kann mich endlich an die Arbeit machen. Und nichts funktioniert. Die alte Frau hat früher Chat geschnupft, ein paar Pillen geschluckt und dann ging das Gerede los. Eine Vision nach der anderen. Und alle haben sich als wahr erwiesen. Die Raider, die die Stadt niederbrennen, die Eltern töten, die Kinder stehlen, mich stehlen. Ich erinnere mich an den Blick in ihren Augen, als sie mein Schicksal sah. Kind, du wirst ein Monster werden. Stimmt alles. Die reden wahrscheinlich von Mama Murphy, würde ich mal sagen. Wenn ich diese Art von Macht hätte, diese Hellsicht, das Commonwealth, die anderen Banden, niemand hätte eine Chance, aber nichts funktioniert. Vielleicht muss ich die Dosis erhöhen, ich brauche noch eine Ladung. Erstmal schön ein reinpfeifen, ey. Sind nicht die Camps, sind nur der Auslöser für die Hellsicht. Ich bin's. Ich bin das Problem. Ich wünschte, ich hätte es bemerkt, bevor meine Arme wie Nadelkissen aussehen. Aber zumindest ist es eine neue Spur. Ich brauche Subjekte. Subjekte. Sie ist hier. Crystal sagt, dass eine Karawane in diese Richtung gezogen ist. So ein Scherzkeks mit einem Cowboyhut. Alles klar? Eine Siedlung benötigt deine Hilfe? Und Lasermuskete, drei Zivilisten und eine gebrechliche alte Frau, die wie eine Wahrsagerin gekleidet ist. Das ist sie, ich weiß, dass sie es ist. Ich habe Crystal losgeschickt, damit sie sich schnappt. Wird sie mich erkennen? Aber natürlich, schließlich hat sie das alles kommen sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das genau der Terminal für Raider oder sowas ist, weil die wurden ja von Raider noch angegriffen. Dass die von hier aus den Auftrag gemacht haben, sozusagen die anzugreifen. Weil Preston ja auch sagte, irgendwie gestern waren wir 20, irgendwie dann 8 und jetzt nur noch 5. Eine Stunde schlafen zum Heilen. Und deswegen denke ich mal, dass der Angriff von hier aus kam. Viele dürften es ja jetzt nicht mehr sein, dann habe ich die Aufgabe ja bald erledigt. Ja, für euch. Okay, hier ist nochmal ordentlich was los. Ich hab dir einen Arsch geschossen. Hast jetzt ein zweites Arschloch. Alter, was hat denn da eh noch für eine Waffe? Richtig fette Knifte, wie das sich angehört hat. Kreuzwurf! Er ist da drin irgendwo. Boah, Alter. Das ist auf jeden Fall eine Schuld. Thank you.
drin. Maschinenpistole, ja, sag ich doch. Nee, hat jetzt so eine krassere Waffe. 45er. Ich dachte immer 5 Schüssen. Genauso viel Schaden wie meine. Ja, das ist gleich. Reichweite ist gleich, hey. Präzision ist ein bisschen niedriger. Aber ist trotzdem mehr wert. Wahrscheinlich, weil man die besser warten kann. Chat für Mama Murphy wieder mal. Ich glaube, ich habe die Mission jetzt soweit abgeschlossen. Dann würde ich sagen, dann beende ich die Folge hier auch mal. Und sage bis zur nächsten Folge. Tschüss.